Daimler fährt auf Panzer ab. Das ist wahrscheinlich schon meine über 20. Aktionärsversammlung. Ich glaube, wir sind 1991 bin ich das erste Mal auf einer Aktionärsversammlung gewesen und dann jedes Jahr bin ich da gewesen. Also das heißt, wir sind schon bei 23 bis 2014 und dann kamen nochmal zwei außerordentliche dazu. Also es könnte heute die 25. sein. Welche Aufgabe haben Sie denn im Marketing-Team, Frau Knute? Frau Knute? Ich mache die Haare. Welche Aufgabe haben Sie? Ich mache die Haare. Nee, stimmt natürlich nicht. Ja, wir waren natürlich jetzt auch mit der Planung beschäftigt, ne? Und haben das jetzt alles mit der Herr Braun und mit der Herr Schürer vorbereitet. Und ich freue mich eigentlich, weil ich sage mal, das ist schon ein Fortschritt für das Unternehmen auf jeden Fall. Also ich bin positiv gestimmt. Danke. Bitteschön. Also meine Motivation war, dass Daimler zum größten deutschen Rüstungskonzern geworden ist, weil Daimler damals Messerschmitt, Wölke Blohm, die AEG, Dornier und MTU dazu gekauft hat. Und wir als ohne Rüstung leben gesagt haben, wir können nicht immer nur darauf schauen, wohin unsere Waffen exportiert werden, sondern wir wollen auch schauen, wo sie produziert werden. Und da haben wir gesehen und gesagt, okay, da gehen wir zu Daimler. Also das ist schon klasse, ne? Sowas hat man selten gesehen. Da kannst du lange suchen. Ich meine, ich bin schon froh, dass ich bei Siemens bin oder woanders. Stell dir mal vor. Langweilig. Ich habe immer bewundert, dass man nicht nur kritisiert, mit dem man nicht einverstanden ist, indem man demonstriert, sondern indem man mit den Leuten redet. Und auf der Hauptversammlung kann man eben erst über schriftliche Form Gegenanträge und dann über die Redebeiträge bei der Hauptversammlung persönlich seine Anliegen vorbringen. Erreicht die Vorstandsriege, die Aufsichtsratsriege, aber eben auch Tausende von Aktionären, die auf der Hauptversammlung sitzen. Und wir haben einen Riesenerfolg zu vermelden, weil nach über 20 Jahren Forderungen, Reden, Aktionen der kritischen Aktionären und jetzt auch neuestens im Namen von Aktionäraufschrei Stopp den Waffenhandel, ist der Daimler-Konzern aus der EADS, European Aeronautics Defense and Space Company, ausgestiegen, hat die letzten Aktien verkauft und bei Tognum, ehemals MTU, ist der Anteil auch verkauft worden. Das heißt, von drei Schritten wurden zwei getan. Was noch fehlt, ist die Tatsache, Daimler ist weiterhin in der militärischen Fahrzeugproduktion, beliefert menschenrechtsverletzende Staaten, beliefert kriegführende Staaten, beliefert Diktaturen, Saudi-Arabien, Libyen und ganz aktuell und stark steigend Algerien. Also ist alles, also haben Sie ihm nochmal gesagt, wenn er, was er sagen soll? Ist alles abgeklärt? Okay. Das ist eine sehr effektive Bilanz, eine sehr effektive Arbeit, Themen an Menschen heranzubringen, die sich sonst damit nicht beschäftigen, die vielleicht nicht die pazifistischen Zeitungen, ökologischen Zeitungen lesen, sondern dann doch eher die Zeitungen, die ihrer Meinung entsprechen, Leute zu erreichen, die sich in der Form der Hauptversammlung damit beschäftigen müssen und im Laufe der Jahre ja auch sehen, dass die Position, die wir haben, oft diejenige ist, die dann eben auch vom Unternehmen eingeschlagen wird. Da sind wir oft Vorreiter. Ich meine, ich bin jetzt schon mit Alnatura im Gespräch. Wir wollen da demnächst eine Zusammenarbeit. Soll ich zustande kommen, dass wir dann immer so einen kleinen Mercedes-Teil im Alnatura bringen, also neben der Fairtrade-Schokolade, dann halt auch das Fairtrade-Auto. Ohne Rüstungsexport. Und das sollte jetzt halt verkündet werden, sonst sind die Manager von Alnatura auch nicht gerade glücklich darüber. Ja. Auf den fairen Handel. In Algerien ist das diktatorische Regime Bouteflika an der Macht, hat den arabischen Frühling zusammengeschossen und unterdrückt. Und genau mit dieser Regierung handelt Daimler jetzt, liefert Fahrzeugteile zu, baut Montagefabriken auf in Algerien. Es sind drei an der Stückzahl. Es wird produziert von militärischen Unimox bis hin zu großen Fahrzeugen, auch der G-Klasse, Militärgeländewahrfahrzeuge. Und diese Fahrzeuge können und werden auch eingesetzt gegen die Demokratiebewegung in Algerien. Das heißt, leider ist es nicht so, dass wir sagen können, Ziel voll erreicht, entrüstet Daimler, sondern zwei Zwischenschritte, wichtige Zwischenschritte erreicht. Dass wir den Ansatz kritischer Aktionäre in den Hauptversammlungen sozusagen hoffähig gemacht haben, weil in den 90er Jahren andere Aktionäre immer noch gesagt haben, eure Themen wie Umweltschutz, wie
soziale Gerechtigkeit und wie die Frage von Rüstung und Frieden gehört in die Politik und nicht auf eine Aktionärshauptversammlung. Welche Position haben Sie denn im neuen Marketing-Team, bitte? Im neuen Marketing? Ich unterstütze bei den ethischen Gesichtspunkten. Unter anderem haben wir letztendlich erreicht, dass wir die Rüstungsexporte zurückgenommen haben, zurückgerufen haben bzw. vollständig eliminiert haben. Und ja, ich hoffe, er wird das heuer verkünden. Das bedarf sicherlich nochmal einer jahrelangen Auseinandersetzung und eines Kampfes. Und ich gehe davon aus, dass wir auch dieses Ziel erreichen werden. Was ist? Was? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ob das zu einem Umdenken führt, weiß ich nicht, aber es führt so sicherlich zu auf einer Aufklärung und zu einem Nachdenken. Wir wissen, dass nach der Hauptversammlung eine Aufsichtsratssitzung stattfindet, wo unsere Themen seit über 20 Jahren Top-Themen sind, besprochen werden. Man würde also in der Hauptversammlung nie eingestehen, dass wir Recht haben. Hinterher und über das Jahr hinweg wird permanent über unsere Anträge diskutiert, wird auch gefunden. Und wir sehen in vielen Bereichen Fortschritte in die richtige Richtung. Zeitweise saßen wir sogar ein paar Jahre lang immer noch zwischen den Hauptversammlungen mit ihnen an einem Tisch. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren verloren. Wir wollen auch nicht vereinnahmt werden von ihnen, sondern wirklich eben noch eine andere Position haben. Aber es ist eine Form des Dialoges und des Respektes. Genau, geliebt und gelitten. Und ich glaube, heute würde man uns auch schon ein Stück vermissen, wenn wir nicht mehr da wären. Raus aus der Rüstung! Ja, weiter, weiter, genau! Die größte Daimler! Jawohl, Waffen für den Krieg! Aber wir bestimmt noch 15 Jahre weitermachen müssen, mindestens. Und wir auch Leute brauchen, die mit uns dastehen, kommenderweise in die Hauptversammlung gehen, Redebeiträge halten und Aktionen mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn junge Leute hier stünden, neben uns stünden. Es kommt nachher Stage Divorce. Das sind 15 junge Leute, die mit uns Aktionen machen. Also hier gibt es auch was Positives zu vermelden. Stage Divorce wird in Absprache mit den kritischen Aktionären auch in der Hauptversammlung auftreten, dort eine Aktion machen, von der ich erst hinterher sagen kann, was es ist. Sie werden aber inhaltlich eintreten gegen den Panzermotorenexport, gegen Fahrzeuglieferungen an Diktaturen und werden das sehr lautstark mit unserer Unterstützung in der Hauptversammlung jetzt kundtun. Daimler fährt auf Panzer ab, wir nicht. Daimler fährt auf Panzer ab. Wir nicht. Wir nicht. Wir nicht.
Erfolg. Erfolg. Daimler fährt auf Panzer ab. Wir nicht. Wir nicht. Daimler fährt auf Panzer ab, wir nicht.